Sie haben ja gerade die Vorführung gesehen für Wasserstofftechnologie. Was halten Sie denn davon? Das fand ich sehr gut. Also ist mal ein Sicherheitspunkt, der wirklich relevant ist und ich brauche gemacht, dass Berufsgenossenschaften da auch schon ein Auge drauf geworfen haben. Gold wert. Vielleicht nur das Geld investieren anstatt einen neuen Finger oder neue Hand, je nachdem. Ja. Ich finde das eine super Sache. Meiner Meinung nach gehört das. Das ist was Sicherheitsrelevantes. Da geht es jetzt auch nicht darum, was kostet die Säge, sondern das ist Sicherheit. Da geht es auch um die Präzision. Das gehört meiner Meinung nach überall rein. Es ist auch für einen Hobbyhandwerker oder für einen Profihandwerker, das ist dafür da, dass die Finger dranbleiben. Das ist eine tolle Erfindung, mega. Ich sag ein paar Euro, dass man Finger behalten kann, das ist was Tolles, weil der wechselt nach, kann man nicht nachkaufen, also es ist gigantisch. Unser Auszug im Lochboard, der schaut nicht so aus. Das ist sowas, wenn er guckt, der hätte wahrscheinlich jetzt so. Er hat sich den Finger abgewegt und unschön. Ja. Also das ist echt Innovation. Also ich sag mal so, wenn du so ein technikaffiner Typ bist wie ich, dann ist es eigentlich genial, wenn du so eine begeisternde Technologie schon in so einem frühen Stadium mit den Kunden teilen kannst, weil da einfach offensichtlich ein mega Bedarf dafür da ist und das absolut in die richtige Richtung geht und der Wow-Effekt einfach beispielhaft ist.